So, und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Jo, wieder mit Sundra, neue Aufnahme, neues Glück. Allerdings heute mal etwas kürzere Aufnahme im Vergleich zur letzten, die einfach bis zur letzten Folge angedauert hat. Und ja, mir ist dabei aufgefallen, dass wir ein paar Sachen übersehen haben. Was heißt dabei, ist mir aufgefallen. Beim Erstellen meiner Thumbnails, also der kleinen Bildausschnitte, die man immer vor dem Video so sieht, ist mir so aufgefallen, dass wir ein paar Sachen übersehen haben. Und zwar, weil ich dafür mit einem weiteren Charakter losgelaufen bin. Nee, schon wieder falsch getastet. Und, naja, da sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht mitgenommen habe. Und die werden wir jetzt holen. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht irgendwer schon bemerkt hat oder so. Ach, wie praktisch, die haut daneben. Hey, beweg dich doch mal nicht so doof. Wir müssen aufpassen, da kommt gerade einer. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Der will mich durch die Wand schlagen. Oh. Nein, das lässt du. Das war nicht ganz unknapp. Schon wieder falsche Taste, ich bin gut. So. Wie es einfach immer ganz knapp über den Kopf rüber geht. Ja, komm, stirb. Danke. Und ich muss gestehen, leider habe ich, während ich das gemacht habe, auch einen ziemlichen Gefallen daran gefunden, Leuten zu helfen. Was heißt Gefallen daran gefunden? Den hatte ich eigentlich vorher schon. In den anderen Souls-Spielen. Und ich habe mich leider auch hier dazu durchgerungen. Das Problem ist, ich habe nie damit gerechnet, dass ich mit einem wirklich so weit kommen würde. Ich bin wirklich von Anfang an des Gebiets losgelaufen. Und wir waren so ein super Team. Wir sind echt ein ganz kleines bisschen zu weit gekommen. Und ich habe es dann auch nicht übers Herz gebracht, ihn einfach alleine gehen zu lassen. Aber keine Sorge, der Boss, den kenne ich immer noch nicht. Den Boss kenne ich immer noch nicht. Es lief eher darauf hinaus, dass... Hallo? Dass ich jetzt weiß, wo die weiße Birke ist. Auf die der große Mann da oben immer schießt. Also ihr wisst schon, der mit dem Bogen da hinten irgendwo. Jo. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, Stärkebild scheint in dem Spiel einfacher zu sein. Okay, mit dem Degen haben wir auf jeden Fall keinen Angriff, mit dem wir Verteidigungen durchbrechen können. Aber wenn wir die hier so angreifen, kriegen wir keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Das habe ich zum Beispiel auch mit dem anderen Charakter rausgefunden. Insofern dass ich mit dem, wie gesagt, auf Stärke spiele und da hat es sich entsprechend dann auch gelohnt, dieses niedliche kleine Schwertchen hier. Ich zeig das nur noch mal ganz kurz. Um mal kurz zu demonstrieren, womit ich da rumlaufe. macht schon Spaß, damit rumzurennen. Ich gebe zu, es macht einiges einfacher. Zum Beispiel diese Ritter, die mir so Probleme gemacht haben. Die werden ein Klacks aus dem einfachen Grund, dass man mit diesem Schlag hier den Schild einfach zur Seite schlägt und ihnen Schaden machen kann. Und selbst danach kann man sie noch ziemlich einfach fertig machen. Ich weiß nicht, wie gut wir jetzt hier mit Schaden machen. Auch noch einigermaßen. Eine schwindende Seele. So, warum wir hier überhaupt lang gehen? Mensch, könnte ich auch mal erwähnen. ist diese Tür hier. Lässt sich von der Seite nicht öffnen. Aber da habe ich eine Klitzekleinigkeit herausgefunden. Und zwar ist es eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich's recht überlegt. Hallo? Ich habe keine Waffe in der rechten Hand. Okay, normaler Angriff reicht auch. Dieses Loch, vor dem ich damals so Angst hatte. Ich hätte einfach reinspringen können. Das ist eigentlich schon alles, wie man in diesen Raum hier reinkommt. Und hier sieht man zum Beispiel auch, hier wird gerade Estus-Suppe gekocht. Und die können wir jetzt einfach mal trinken. Kriegen dadurch Leben. Und jetzt können wir auch schon wieder gehen. Das war alles, was ich zeigen wollte. Nicht etwa dieses Item, was dann... Okay, okay, ich gehe ja schon hin. Krieger des Sonnenlichts. Ich dachte zuerst, das wäre ein Schild, weil den gab es auch in den anderen Teilen. Ein Schild des Sonnenlichts. Sonnenlicht Parma hieß der, glaube ich. Aber, weit gefehlt. Das ist dieses hier, nämlich der Pfad des Sonnenlichts. Auf den gehe ich jetzt auch mal.
Dazu sollte ich übrigens vielleicht noch erwähnen, dass ich inzwischen tatsächlich einige PvP-Kämpfe sogar hinter mir habe. Das heißt, ich glaube drei. Ja, drei. Zwei davon waren tatsächlich nur gegen den anderen Charakter, von dem ich geredet habe. Und ich habe tatsächlich beide gewonnen. Und der dritte PvP-Kampf war mit dem Kollegen, mit dem ich eben hier ein bisschen rumgespielt habe und mit dem ich so erstaunlich weit gekommen bin. Tatsächlich haben wir den auch noch besiegt. Also ich kann ja mal kurz einfach so... Ich meine, an den Stellen, wo ich ihn jetzt gerade schon erwähne, kann ich ja mal ein paar kleine Szenen reinschneiden, weil ich glaube, ich habe es komplett aufgenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Allerdings ohne Commentary. Ich fand es einfach nur cool, mit dem ein bisschen rumzulaufen, das mal mitzuschneiden, wie weit ich so komme.
Okay, das lag nicht nur an mir, dass wir so weit gekommen sind. Das lag vor allem daran, dass der liebe Begleiter ein Kleriker war und mich ständig heilen konnte. Wobei man ja als Phantom irgendwie immer nur zwei Estus-Flakons hat. Oder vielleicht inzwischen sogar drei, ich bin mir nicht sicher. Und ja, entsprechend ein bisschen schwierig, das Ganze. Aber wenn man natürlich einen Heiler dabei hat, der immer wieder heilen kann mit seinen Ascheflakons, ist das was anderes. Dann kann man sehr viel länger durchhalten. Achso, und nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt reisen. Ich bin mit dem dann ein ganz kleines bisschen in die Richtung da gegangen. Und man sieht da hinten auch so ganz leicht so weiße Äste. So rechts von meinem Kopf jetzt. Und genau da ist diese Birke. Und da schießt der gute Typ eben, der... Wo ist denn der Turm eigentlich? Sieht man den von hier nicht? Oder ist das der... Ich sehe eben keinen mit Bogen, aber ich glaube, das ist der. Jedenfalls habe ich dann leider auch dadurch herausgefunden, dass man da schon vorbei kann, ohne mit ihm geredet zu haben, weil wir können ja auch noch nicht mit ihm reden. Und wo wollte ich jetzt hin? Jep, auf die, auf den Turm von... In dem Moment war das richtig. Ja doch. Und zwar müssen wir nämlich nochmal zu meinem Lieblingsritter, der uns damals dauernd umgebracht hat. Weil wir da eine Kleinigkeit noch übersehen haben. Ja. Und ich glaube, wenn wir das haben, ich hoffe mal, das schaffe ich jetzt diesmal relativ fix, dann werden wir... worauf wolltest du hinaus, Morty? Den ignorieren wir. Oder auch nicht. Könntest ja spaßeshalber einfach mal hier eben unser Rufsymbol hinschmeißen. Einfach, weil es geht. Das habe ich nämlich auch ein paar Mal probiert, von hier aus zu helfen. Allerdings nehme ich mal an, es wird sowieso keiner rufen, weil unser Level inzwischen zu hoch ist. Ja, jetzt sieht man auch hier, hübsch Gold. So. Alte Tricks. Hallo? Danke. Geh mal wieder runter, huh? Hallo? Hey! Oh, wir werden gerufen tatsächlich. Na denn, werden wir mal helfen. Das Problem ist, wir werden jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, keine 6 Estus-Flakons bekommen. Und ich werde ein Schild spielen, schätze ich. Ich glaube, der ist unter uns. Hallo? Na? Hallo? Danke. Ich wollte schon sagen. Und guck mal hier. Ach ja. Besonders erfolgreich scheint er ja nicht zu sein. Noch nicht, also man sollte nicht zu viel sowas in der Richtung sagen. Andererseits ist er noch mit zumindest einem Level, das unserem nicht ähnlich ist, noch hier. So. Wir hocken uns jetzt mal hier schön davor. Und ja, ich weiß, dass ich gerade auf Prost gesagt habe. Sieht ein bisschen albern aus. Jetzt hier einmal hoch die Tassen. Und wir warten hier ein bisschen. Er kann sich ruhig wieder hinsetzen. Haben noch Zeit. Ja. Man könnte jetzt behaupten, das ist langweilig hier jetzt schon von hier aus. Oh. Jetzt wird es doch interessant, weil Finstergeister neigen in dem Spiel irgendwie erstaunlich viel zum Heilen. Haben wir irgendwas Lustiges, mit dem wir ihn fertig machen können? Nein. Mir sind noch ein paar andere Sachen aufgefallen beim Nochmalspielen der Gebiete. Das ist eine blöde Idee, jetzt hier hochzuklettern. Da könnte jeden Moment einen Pfeilangriff auf uns machen. Naja. Oh. Jetzt hänge ich an so einem doofen Fass fest. Ernsthaft? Oh nein. Verdammt! Ich glaub's nicht. Das kann ich echt nicht anvisieren an der Stelle. Nope. Sorry, aber auf den habe ich keinen Bock.
Nein! Ich glaub's nicht. Das war knapp. Och ja, bisschen was gegen Finstergeist kämpfen wird auch lustig bestimmt. Ja, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Wenn auch eher unbewusst. Finstergeist ist gestorben und das hat den Vorteil, das füllt, soweit ich weiß, genau ein Estus auf. Also mindestens ein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht sogar mehr ist, wenn man, naja, mehr besitzt. Achso, den hat er schon. Okay. Ich muss auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen reinkommen in das Kämpfen mit Degen und Schwert. Weil bisher bin ich größtenteils dann tatsächlich damit ausgekommen mit dem großen, dicken Schwert. Und ich muss mich auch wieder daran gewöhnen, auch anzuvisieren mit dem Degen, weil ohne funktioniert das nicht so nicht gut. So. Was mir übrigens Ich bin die ganze Zeit nur dabei zu reden, was mir aufgefallen ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist, man kann diesen netten Herrn hier backstabben. Wenn man es richtig anstellt, so wie ich gerade. So. Der Kampf ist dadurch ein bisschen einfacher, finde ich, wenn man das weiß. Das Problem ist, ich war einfach ähnlich wie in Dark Souls 2 davon ausgegangen, dass der Feind einfach zu groß dafür ist. Ich dachte mir einfach, nee, den kannst du bestimmt nicht backstabben. Ich sollte ein bisschen auf die Kamera achten. Oh, hat er ihn gerade pariert oder sah es nur so aus? Ach ja. Habe ich Wurfmesser ausgerüstet? Nein. Will mich ver... Was war das denn für ein Move? Hallo. Au. Ich mag diese Dinger irgendwie immer noch nicht. Das hätte eigentlich ein guter Backstab werden können, aber scheiß drauf. Au! Das hätte eigentlich auch ein Backstab sein können. Aber pfeift drauf. Ich bin da überlegen. Das Gimitar ist plus 1. Ich glaube, ich wechsle das mal eben ganz schnell aus mit dem Kurzschwert. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das Kurzschwert hatte nämlich einen entsprechenden Angriff. Wo ist er denn hin? Da oben. Oh. Ich lasse ihn hier gerade ein bisschen hängen, hä? Da vorne ist eine Nebelwand. Das heißt, wir können mit dem hier nicht rein. Da vorne in die Kathedrale, meine ich. Und ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht zu dem blauen Ritter möchte. Aber ich kann es mir gut denken. Bei dem ist nämlich auch das Kurzschwert unnötig, weil der kein Schild besitzt. Ein Schild? Ich bin gerade nicht sicher. Ich behalte das Kurzschwert. Nein, das heißt, ich möchte nicht den Degen ausrüsten. Aber danke, Spiel. Ja, ich weiß, ich ziehe ihn eigentlich gerade schon fast eher hin. Und weg. Perfekt. Abgepasst. Das war knapp. Aber wir haben nur noch einen Estus. Das ist natürlich ein bisschen wenig für den Boss. Bitte sag mir nicht, dass du links rein möchtest. Ich komme da nicht mit. Das weißt du, ne? Ich weiß gar nicht, werden wir da jetzt rausgekickt, wenn wir... Ne, wir können da echt nicht hinterher. Dann müssen wir uns kurz gedulden. Tut mir leid, Leute. Einer der Gründe, warum ich das übrigens gerade mache, ist, man bekommt natürlich fürs Helfen was. Das heißt, ich bekomme schon die ganze Zeit die Seelen, die er auch bekommt. Beziehungsweise, ich glaube, es sind ein bisschen weniger, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn man dann zusammen mit dem Host es noch schafft, den Boss zu töten, dann bekommt man noch ein bisschen mehr. So wie auch in den anderen Spielen. Schön.
Aber ich muss sagen, das Leuchten in den alten Spielen, meine Güte, lernen reden, hat mir besser gefallen. Also das Leuchten von dem goldenen Krieger. Es sieht irgendwie einfach nur so, ich weiß nicht, gelb angemalt aus. Was es bei den anderen wahrscheinlich auch war, aber... Moment. Wir wissen ja, wie es läuft. Wir haben gar keine Magie mehr. Vielleicht sollte ich mal eben... Haben wir noch einen Ascheflakon? Nein. Ausnahmsweise hat sogar mal das Treten funktioniert. Das finde ich schon mal sehr schön. Haben wir einen Ascheflakon? Nein, haben wir nicht. Wir rüsten ihn trotzdem mal aus. Nicht, dass wir ihn jetzt noch benötigen würden, aber naja. Hoi. Jetzt habe ich es allerdings gut ausweichen, weil ansonsten könnten wir Probleme bekommen. Wobei, eigentlich können wir Schild und so weiter alles wegräumen. Und wieso... Na egal. Interessant ist, dass wir diese Attacken hier scheinbar trotzdem ausführen können. Ja. Hoi. Da hat er unseren Kollegen ganz schön mitgespielt. Ich hoffe mal, unser Host hier bleibt am Leben, ansonsten kriegen wir natürlich auch nichts. Oh, wir sollten aufpassen, denn gleich fängt er wieder an mit seinem Rumchargen. Und ich habe so das Gefühl, er könnte auf uns gehen. Warum dachte ich das bloß? Aber hey! Inzwischen... Oh, oh. Das habe ich jetzt irgendwie echt nicht kommen sehen. Vorsichtig. Trink. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Oh oh. Nein! Ich glaub's nicht. Ich hab's echt noch hingekriegt, so kurz vor Ende zu sterben. Wenn wir den mal ein bisschen schneller umbringen, dann... Oh, der andere ist auch noch gestorben. Okay, dann war das jetzt einfach Pech. Aber immerhin, wie es aussieht, hat der Host es geschafft. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Auch wenn es irgendwie enttäuschend ist, in gewisser Weise. Aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt nichts dafür bekommen. Hm. Nicht so ganz das Optimum. Aber, und das ist das Entscheidende, wir können ja auch noch ein bisschen Spaß mit dem Kumpanen hier haben. Oh. Das habe ich jetzt... Ich finde das echt toll, wie schnell man hier befroren wird, aber irgendwie wollte ich eigentlich gerade noch gegen den da kämpfen. Aus irgendeinem Grund war übrigens der Kollege da, der sich gerade verwandelt hat, bei einem, dem ich geholfen habe, ein Stockwerk drunter. Also da, wo auch der, Hallo. Ist halt die Frage, was er möchte. Wenn er jetzt natürlich gegen ihn kämpfen möchte, dann werden wir das tun. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Offenbar wollte er nicht. Ist die Frage, lebt der blaue Käfer noch? Nein. Interessant. Okay. Wo ist er hin? Hallo? Host? Bin ich gerade doof? Mal wieder? Ah. Hoffen mal, der übernimmt den hinter mir. Das wäre schon mal nett. Aber ich habe ja nur ein Schild in der Hand. Ich wollte gerade mit dem anderen Schwert zuschlagen. Das funktioniert natürlich so nicht so ganz. Wo möchtest du lang? Hier lang? Okay. Das nehme ich mal als Ja. Mal ganz kurz. Ja, wir haben immerhin... Hallo? Kumpel? Nope. Ja, ich muss gestehen, zu dritt ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Oh, schwebende Töpfe. Und wo hat er diesen Speer her? Wobei, den droppt, glaube ich, dieser Ritter.
Ja, wird dann etwas länger, die Folge. Wo der hier überhaupt hin? Ja. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man hier als Mitspieler irgendwie zu weit vorrennt. Manche Leute kennen das ja einfach noch nicht, dann ist das... Ja. Stimmt, habe ich vergessen. Manche kommen hier nämlich irgendwie... manche Gegner, habe ich das Gefühl, kommen tatsächlich nur, wenn... mehrere Spieler da sind auch. Ist natürlich dann auch ein bisschen überraschend, wenn man den Singleplayer kennt und dann plötzlich ist an einer Stelle ein Gegner, den man nicht erwartet. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also wenn das nicht stimmt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, während die beiden da lang gehen, gehe ich schon mal unten lang. Aus dem einfachen Grund, die können da zwar auch wen ausschalten, aber ich hier auch. Deswegen gehe ich hier lang und der andere folgt mir blöderweise, so ein Trottel. So. So. Den sind wir damit auch los. Der hat da unten schon Spaß. Höre ich gerade. Wupp, 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 wupp. Nein. Aus. Böse. Aus. Oh, oh. Nein, nein, das war nicht knapp. Das war alles geplant. Und das ist knapp. Ich frage mich ja ein bisschen, ob man, wenn man da eine Feuerbombe so reinläuft, ob der Kamin angeht. Ich fände das cool. Achso, ist nur der normale. Auch noch eine Sache, die ich mir dann holen werde, ist unter anderem dieses Heilwunder. Okay, der Hund ist weg. Aber ich glaube, der war hier noch nicht, also laufe ich hier mal kurz hin, damit er nicht aus Versehen das Item da übersieht. Das wäre ja schade. Und hier müsste auch noch eins sein. Da draußen stirbt schon irgendwer. Folgt er mir? Weil das wäre sehr praktisch. Dann kann ich nicht nur ihm, sondern auch euch gleich noch zeigen, was ich nämlich übersehen habe. Hat er die Kiste da unten schon? Ich bin mir, was das angeht, nicht ganz sicher. Hm. Kann sein, kann auch nicht sein. Nee, kann nicht sein. Und zwar steht hier eine Kiste. Die habe ich übersehen tatsächlich, weil ich die auch für Schrott gehalten habe. Und ich glaube, hier muss man runterspringen. Geht gar nicht anders. Hui. Fällt gerade noch ein. Ich bin mir echt nicht sicher, ob er die hat. Deswegen laufe ich da nochmal kurz hin. Nee, hat er auch noch nicht. Ach, guck mal, ich kann die auch öffnen für ihn. Hier, bitteschön. Erstaunlich, dass man Kisten öffnen kann. Nö, das war's hier. Können die Treppe lieber gehen. Ich meine, so viel Leben habe ich nun auch nicht, dass ich es unbedingt verschenken möchte. Na? Nee, damit möchte ich ungern sturm. Gestorben ist er zwar, aber ich auch fast. Ach, schön. Also, nicht, dass ich fast gestorben wäre, das finde ich nicht so schön, aber. Ne? Ich hoffe, er folgt mir jetzt nicht. Ich will eigentlich nur den Gegner da vorne umlegen. Das war's schon hier. Ach. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig für euch jetzt, das gleiche Gebiet nochmal zu sehen und so weiter. Aber durch Helfen erfährt man Dinge. Zum Beispiel eben, dass man diese Kiste da übersehen hat. Wir sollten aber möglichst die Abkürzung noch zeigen. Auf jeden Fall das, weil, naja, das ist das Wichtigste hier ist, ne? Ups. Ich
habe aus irgendeinem Grund kein Schwert mehr in der Hand gehabt. Das ist nicht so praktisch. Ach nee, natürlich, hier ist Blocken dann. Das ist echt unpraktisch. Vatoa. Wer denkt sich solche Namen aus? Der macht das, was ich auch gemacht habe. Und wirkt dabei nur dezent albern. Ach ja. Solange ich jetzt nicht wieder blöd runterspringe, ist alles in Ordnung. Ach ja. Wird eine wirklich sehr lange Folge. Eigentlich wollte ich doch nur das Schwert holen. Aber... hallo? Ah, Entschuldigung. Immerhin, es scheint tatsächlich nicht an der Kleidung zu liegen, wenn man das schafft. Etwas, worüber ich mir ja immer noch nicht sicher war. So, kurz wieder anziehen. Ne, Moment, falsch. So, und so. Anders geht's leider nicht hier runter, Kumpel. So ist das nun mal. Aber hey, du hast eine 1A-Abkürzung. Das ist schon mal etwas. Ist jetzt die Frage, wenn wir ihm jetzt hier zeigen, wie es direkt zum Boss geht. Oh. Ob er dann direkt damit hingeht? Oder ob er sich sagt, nee, so haben wir nicht gewettet. Sauber gemacht. Und. Schön. Hast du direkt Bock da drauf? Ah, okay. Ach cool. Sogar noch ein Sunbro. Ich glaube, ich sollte mich nochmal heilen. Boah. Ach, habe ich schon. Gut, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. Ihr hättet mich dafür geschlagen. Ich hoffe nur, ich überlebe den Kampf diesmal, weil es wäre einfach etwas albern, wenn es schon wieder so enden würde. Er hat es übersprungen. Okay. Erstaunlich, finde ich. Boah, muss der so fett sein. Der Zauberangriff ist nett. Oh, ich dachte, ich hätte es noch geschafft. Aua, sag mal. Ich habe ja gar keine Gelegenheit abzuhauen. Chargen dürfte er eigentlich noch nicht. Oh. Aua! Der hat mich echt mit seinem Arsch geschlagen. Okay, jetzt könnte es echt etwas ungemütlich werden. Ich glaube, das wird wieder nichts. Ich gehe lieber ein bisschen auf Abstand. Wobei das jetzt in der Phase ja leider auch nicht unbedingt hilft. Ja, ich bin einfach dadurch, dass er losgelaufen ist, gestorben. Ja, ihr seht vielleicht, das Problem ist, wenn man jemanden von Anfang an irgendwo hinhilft. Ja, man hat einfach nicht genug Heilung. Das ist wirklich eklig. Ach, was für eine nette Stelle, um wiederzukommen. Ah! Aber diesmal wollte ich ja sogar gegen ihn kämpfen. Jee, sag mal, das ist eklig. Hui, 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 hui. Aua. Nein.
habe ich gerade kein Interesse dran. Tut mir leid. So. Woran ich aber Interesse habe, ist... das eigentlich nicht. Was ist das? Durchwirken, um dunkle Waffe herzustellen. Nett. Können wir aber eh noch nicht. Okay. Dann können wir das jetzt immerhin auch. Nicht, dass ich das können wollte. Aber wir könnten es jetzt, wenn wir es wollten. Ich hoffe mal, ich schaffe es jetzt gegen den Ritter. Ansonsten wäre es etwas blöd. Oh, ist das ärgerlich. Hallo. Das war ein bisschen früh. Au. Kein gutes Timing, Morty. So. Schlückchen. Ach komm, weg. Weg mit dem scheiß Schild. Ihr seht, es macht es um einiges einfacher. So, kleine Titanitscherbe, Dankeschön, nehme ich. Noch irgendwas, was mir hier fehlt? Hatten wir den hier hinten schon getötet in der Ecke? Soweit ich weiß, ja. So. Dünn. Nein, ich hab dich nicht vergessen, keine Sorge. So. Vor allem, ich bin jetzt auch richtig dreist. Soll heißen, wenn wir das Ding da unten haben, pfeife ich drauf zurückzulaufen, beende den Part und gehe mit dem Heimatknochen zurück, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf habe. Vor allem, das Schwert ist für uns absolut nutzlos. Gerade das Astora-Schwert. Aber ich wollte es gezeigt haben. Unter anderem, weil es ein Schwert ist, das mit... Naja, ich sag mal so... Wir lesen es einfach mal durch. Ein gerades Schwert, das vor dem zerfallenen Reich benannt wurde. Vor dem Fall von Astora ein mit königlichem Blut erfülltes Land. Diese Waffe ist zugleich Erinnerung und Vermächtnis an diese Zeit. Fertigung, Haltung, bla 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 bla. Warum wollte ich das zeigen? Ich hab's vergessen. Es hat von vornherein ziemlich großen Schaden dafür, dass es eine Einhandwaffe ist. Nur so zum Vergleich. Das Ding ist immer schon auf Stufe 2. Und ja, dafür entsprechend relativ geringe Attributbonen. Wir haben inzwischen 7 Glut, vielleicht sollten wir die einfach beim nächsten Mal benutzen. So, ich verschwinde ganz kurz. Ach, wir können auch direkt zum Feuerband schreien, das ist nett. Das nutzen wir gleich. Und ich würde sagen, nach 40 Minuten fast, nein, Moment, 33 Minuten, das ist eine andere Aufnahmezeit. Beenden wir den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls 3. Bis dann, tschüss, ich setze mich hin.